Ja, wir zeigen mit unserem Kollektivio das vermutlich erste Live-Engineering-Projekt in der Geschichte der IAA. Und Ziel ist es, ein schwarmintelligentes Mobilitätskonzept für die Stadt der Zukunft zu generieren, was wie ein Blutkreislaufsystem funktioniert und anstelle von Hormonen, Sauerstoff und Nährstoffen eben alles Mögliche transportieren kann, wie auch Menschen und Güter. Mobilität geht uns alle was an. Wir hatten natürlich unsere eigenen Ideen im Gepäck, aber wollten von der Community wissen, wie ihre Ideen für die Mobilität der Zukunft aussehen. Über 1000 Impulse, Dankeschön dafür, haben uns erreicht und die haben wir mit Hilfe der Scrum-Methodik in unser Entwicklungsprojekt einfließen lassen. Aufgrund der Anforderungen aus der Community ist ein ikonenhaftes Fahrzeugdesign entstanden, eine fast richtungslose Form. Das Kollektivio musste sofort erkennbar sein und durfte nicht wie ein normales Auto aussehen. Wir wollten auch die Bedürfnisse der Nutzer erfüllen mit dieser Form und nicht wie beim normalen Auto Geschwindigkeit und Testosteron darstellen. Das Interieur unseres Kollektivios wurde um das herumgestaltet, was man im autonomen Fahrzeug der Zukunft machen möchte. Der Passagier kann sich unterhalten lassen, kann arbeiten, aber auch mit anderen Personen kommunizieren. Die Idee unseres Kollektivios kombiniert zudem den ÖPNV mit dem Individualverkehr und dem Logistiktransport. Virtual Reality und Augmented Reality sind Technologien, die wir jetzt schon seit auch 10 Jahren nutzen. Viele User, die sich bei uns hier eingeloggt haben für dieses Projekt hier auf der IAA, über die Social Media haben uns berichtet, dass sie gerne Gesellschaft hätten während der Fahrt. Verständlich, neben dem Thema Entertainment eine ganz wichtige Komponente. Deswegen gibt es jetzt diese Funktion Find Chat Partner. Wir haben das hier mit der Microsoft Kinect, also Spiele-Hardware, realisiert. Und das ist kein normales Videobild, sondern man sieht es schon, das ist eine 3D-Punktewolke, die abgetastet wird und direkt in die VR-Simulation eingebracht wird. Bei Kollektivio stellen wir 3 Thesen auf. Die erste These ist, dass Mobilität in Zukunft nicht nur zielorientiert, sondern bedürfnisorientiert sein muss. Es geht nicht nur mehr darum, von A nach B zu kommen, sondern mit welchem Bedürfnis wir uns während dem autonomen Fahren beschäftigen. Ein Beispiel für so ein Bedürfnis ist Essen. Ein Kollektivio kommt zu mir, in meiner Buchungsapplikation gebe ich kein Ziel mehr ein, sondern lasse mir von meinem Kollektivio Vorschläge für Restaurants auf Basis von meinen Vorlieben generieren. Ich wähle im Kollektivio dann entsprechend eines dieser Restaurants aus und lasse mich dann dorthin fahren, am besten natürlich noch gesponsert von dem jeweiligen Restaurant. Ein anderes Beispiel ist Arbeiten. Ich definiere das Bedürfnis Arbeiten, das Fahrzeug erreicht mich. Es ist ein voll ausgestatteter Arbeitsplatz vorhanden, ich steige ein. Bei diesem Bedürfnis ist noch nicht mal entscheidend, ob das Fahrzeug überhaupt fährt. Es kann am Seitenstreifen stehen oder währenddessen zum Beispiel Botengänge für die Post erledigen. Für mich ist nur wichtig, dass das Bedürfnis Arbeit an der Stelle erfüllt ist. Das Spannende dabei ist, dass ich als Betreiber dieser Kollektivio-Flotte praktisch von heute auf morgen zur Suchmaschine der realen Welt werde. Ich bestimme über Algorithmik und künstliche Intelligenz, welche Vorschläge generiert werden und welche Bedürfnisse letzten Endes erfüllt werden sollen. Ich kann ein Silicon Valley Unternehmen nie in den klassischen Disziplinen wie Online-Shopping, Streaming von Serien oder Content Creation schlagen. Das ist aber bei unserem Konzept auch gar nicht notwendig, weil ich als Gatekeeper der realen Welt auftrete. Die Google-Suchmaske wird mich nie physisch zu meinem Point of Sales bringen. Das kann nur ein Kollektivio. Die zweite These ist, dass Mobilität vollkommen kostenlos sein kann. Wir schaffen das über 2 Arten. Zum einen über Werbung, die wir in-time, in-context und on-board einspielen. Zum anderen über Sponsoring von Fahrten zum Ziel bzw. Sponsoring eines entsprechenden Umweges im Sinne eines Werbeträgers. Wir haben dafür die Kennzahlen, die wir heute kennen aus dem Online-Marketing, was Cost per Click, Click-Through-Rates, Conversion-basiertes Marketing angeht, herangezogen und vermuten, dass wir darüber den gefahrenen autonomen Kilometer finanzieren können. Die dritte These ist, dass der Schutz der persönlichen Daten und die Eigenvermarktung im Sinne der vergünstigten oder der sogar kostenlosen Mobilität, dass das kein Widerspruch sein muss. Wir sehen ja heute schon, dass ich immer dann bereit bin, persönliche Daten ja freizugeben, wenn ich dafür auch wirklich einen Mehrwert erleben kann. Und ich glaube, dass es zu einer Art Demokratisierung, zu einer Selbstvermarktung der persönlichen Daten kommen wird, wo ich selber bestimme, welche Daten gebe ich frei und ich aber auch ein Preisschild setzen und definieren kann hinter meine Daten, die ein Werbeträger dann bezahlen muss, um für mich Werbung zu schalten.
Und daran arbeiten wir hier auch, und zwar an einer intelligenten Middleware, die sich einerseits zwischen dem Kunden, andererseits zwischen dem Werbeträger einsetzt und wo ich dann über eine bestimmte Freigabelogik sehe, wie der Fahrpreis meines Kollektivios sinkt in Abhängigkeit dessen, was ich freigegeben habe. Gerade bei einem autonomen Fahrzeugkonzept haben wir gezeigt, dass wir auf der einen Seite technologisch up-to-date sind, auf der anderen aber auch Mobilitätskonzepte ganzheitlich für den urbanen Raum entwickeln können.